Und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mal die Serum Foundations aus der Drogerie getestet. Ich habe sie mir mal alle gekauft, also welche ich, die ich nicht mehr hatte oder weitergegeben habe, weil ich sie doof fand oder so. Die habe ich nachgekauft. Ich habe also, ich glaube, sämtliche Serum Foundations hier vor mir stehen. Ich habe sie alle getestet, ich habe sie ausprobiert, ich habe abgefilmt, wie sie in meinem Gesicht aussehen. Ich habe die Inhaltsstoffe gescheckt und ich möchte euch jetzt meine persönliche Meinung dazu sagen. Ja, so ein bisschen beruht es ja auch auf Fakten, weil ich ja auch so ein bisschen bei Codecheck mich rumgetrieben habe und so weiter. Und das möchte ich euch einfach mal erzählen. Ich habe mir so gedacht, es ist ja oft so, dass man eine Foundation, wo man denkt, vielleicht die ist ganz gut, die ist dann gar nicht so gut vielleicht, oder da ist denn beispielsweise Hyaluron an letzter Stelle und man denkt immer so, boah, die ist mit Hyaluron und so. Da wird ja auch immer viel geworben. Na, die Firmen, die wollen es ja immer gerne locken. Ich habe immer so das Gefühl, die Firmen wollen dann immer so ein bisschen damit schnappen, dass sie dann schreiben Hyaluron. Und das hat mich einfach mal interessiert, wie die sich so unterscheiden und welche ich jetzt eigentlich so am besten finde. Ich hatte ja schon vor. Ich hatte ja vorher schon meinen so ein bisschen so einen Favoriten. Ich mag ja total gerne die Essence. Und ich wollte jetzt einfach mal wissen, ist da was dahinter? Hat das irgendeinen Grund oder ist das nicht so? Oder deswegen vielleicht auch für euch ein interessantes Video. Ich hoffe jedenfalls. So, dann fange ich mal an zu berichten. Ich werde so ein bisschen. Ich werde mich so ein bisschen steigern, das heißt, so Ende des Videos kommen dann die besseren und ich fange mal so mit den, ich sag mal, schlechtesten an. Also, sie sahen alle gut aus in meinem Gesicht, ich kann da nicht meckern, ich fand sie alle ganz gut. Allerdings ist das komischerweise immer so bei mir, dass die beliebtesten Foundations oder besser gesagt diese beiden hier, das sind ja so, glaube ich, so die beliebtesten überhaupt. Ich glaube, das hier ist mit die allerbeliebteste überhaupt. In der Drogerie, ja, also einmal die L'Oreal Age Perfect Serum. Ist da Hyaluron drin? Ja oder nein? An welcher Stelle? Und einmal die L'Oreal Perfect Match Nude. Und auch hier 1% Hyaluronsäure. An wie viel der Stelle ist das denn? Und wie unterscheidet sich das denn jetzt von den anderen? Ich finde das immer sehr spannend. Wo haben wir denn jetzt hier so die ultimative, total pflegende Serum Foundation? Welche ist denn so jetzt die allerbeste? Ja, diese beiden sind von L'Oreal. Und bei der hier war ich sehr erschrocken. Ich habe sie mir aufgetragen im Gesicht und sie sah ganz normal aus. Ich fand sie gut. Allerdings sind sie immer so ein bisschen puderiger als andere. Und das ist Geschmackssache, ne? Entweder mag man das, man mag das nicht. Es bleibt hängen, es bleibt nicht hängen. Jeder hat eine andere Haut. Wir unterscheiden uns sicherlich auch alle hier so ein bisschen vom Alter. Das ist immer, man kann auch älter sein und ölige Haut haben. Man kann, es ist also eigentlich total unterschiedlich und nicht immer vom Alter abhängig. Und bei der hat mich wirklich Codecheck erschrocken. Also da habe ich, ich mache das nicht immer. Ich mache das jetzt nur für dieses Video, habe ich das speziell gemacht, weil mich das interessiert hat. Diese weltberühmte L'Oreal, sehr beliebte, viel gekaufte Serum Foundation ist von den Inhaltsstoffen gar nicht so toll. Und das zeige ich euch mal. Ja, im Gesicht aufgetragen sieht sie echt gut aus. Da hat sie mir gut gefallen. Aber sie ist bei mir wirklich an letzter Stelle, weil mich das erschrocken hat, dass man so viel Werbung macht, man sich das aufträgt, man geht davon aus, das ist L'Oreal, das ist was Gutes, das ist was Tolles. Also ich jetzt so als normaler Endverbraucher, der geht einfach davon aus, dass L'Oreal bessere Inhaltsstoffe drin hat als jetzt Essence oder Catrice. Ich denke, das ist einfach mal so. Ich meine, ich bin jetzt nicht so das Beispiel, weil ich, ihr wisst ja, ich bin nicht so ein riesen L'Oreal-Fan. Aber so als normaler Mensch denkt man das doch einfach. Oder man verlässt sich doch auf L'Oreal und sagt, Mensch, L'Oreal ist eine tolle Firma, die meisten kaufen das, kann ja nicht verkehrt sein. Ja, ich finde das schon sehr, sehr, sehr erstaunlich.
Dann, das muss ich mal überlegen. Ja, dann nehme ich gleich mal die mit ins Boot. Also Perfect Nude Match. Nee, nochmal auf Deutsch. Also L'Oréal Perfect Match Nude mit 1% Hyaluron. Wo ist denn da eigentlich das Hyaluron? Aha. Und wie sieht das denn eigentlich aus in meinem Gesicht? Aha, sieht also so aus. Sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Also tolle Foundation, so vom Aussehen her. War ich sehr überrascht und ich weiß auch, dass die mega beliebt ist. Aber von den Inhaltsstoffen, wenn wir jetzt mal gucken, wo ist denn da jetzt Hyaluron? Und ihr werdet wahrscheinlich, ich werde am Ende des Videos nochmal alles so machen, dass ihr das so ein bisschen vergleichen könnt. Also ehrlich gesagt, das Hyaluron ist jetzt nicht an erster Stelle. Wenn ihr das vielleicht gedacht habt, ich weiß es ja nicht. Aber man geht ja so ein bisschen davon aus, ne? Also, es ist eine schöne Foundation. Ich würde sie auch benutzen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt ein bisschen mehr Hintergrundwissen habe und vielleicht für mich weiß, welche Foundation wahrscheinlich meiner Haut ein bisschen besser tut und man sich dann manchmal auch nicht so sehr über Reaktionen auf der Haut oder Allergien oder so wundert. Allerdings möchte ich das auch, ich möchte hier auch nicht übertreiben. Ich möchte euch nur informieren, liebgemeinte Ratschläge von Freundin zu Freundin, weil ich lege auch immer riesengroßen Wert auf die Hautpflege und das ist viel wichtiger. Also wenn ihr eine schädliche Hautpflege drauf macht, ist das viel schlimmer als jetzt nicht so eine mega perfekte Foundation. Das möchte ich auch betonen. Also wenn ihr dieses Produkt liebt und ihr mögt das und das ist für euch das beste Produkt, dann natürlich benutzen. Ne? Ich bin hier nicht. Ich bin ja hier nicht sonst was. Ich bin ja gar nichts. Ne? Ich bin ja nur ein Mensch und möchte euch nur informieren und auch nur, wenn euch das wirklich auch weiterhilft und wenn euch das auch wirklich nur interessiert und ihr das gerne wissen möchtet. Aber dann, deswegen seid ihr ja hier, oder? Ich hoffe. Gut, dann mache ich mal weiter. Dann kommt die Maybelline. Wo ist denn da eigentlich das Hyaluron? Ah, und wie sieht die aus bei mir im Gesicht? So sieht sie aus. Also, sie sieht auch sehr gut aus. Auch sehr gut aus. Obwohl ich sie nicht ganz so feiere in meinem Gesicht. Aber das ist Geschmackssache und es gibt bestimmt ganz viele, die die total toll finden. Also, ich finde sie auch nicht schlecht, aber sie ist jetzt nicht so in mein Herz gehüpft. Ist so eine, so, auf die ich jetzt so am ehesten verzichten könnte. Es kommen ja noch mehr. Ja, also, die ist so bei mir jetzt so in meinem Herzen so, ja, die ist so gespeichert und da kennt ihr das, man speichert das immer irgendwie, ne? So unter, oh, geht gar nicht oder oh, total toll. Und die ist da so unter, ja, eine 4 hat die bei mir so im Kopf irgendwie so an Zensuren. Jetzt, wenn man so von 1 bis 6 normale Zensuren hätte, die bei mir irgendwie eine 4, weil ich die jetzt nicht so toll finde. Und von den Inhaltsstoffen, na ja, von Hyaluron ist jetzt auch nicht so megamäßig. Also es ist so eine mittelmäßige Foundation. Und vielleicht habt ihr gedacht, wow, voll das Megaprodukt. Nein, es geht noch besser. Wartet. Ja, dann kommen wir mal zu einer, die, glaube ich, ist mega beliebt. Die ist, glaube ich, genauso beliebt wie diese hier. Ich glaube, die sind so ein bisschen im Konkurrenzkampf und wahrscheinlich denken viele, die ist top. Ist sie eigentlich auch. Ich mag sie auch wirklich sehr gerne. Ich finde sie sehr gut und ich würde sie auch sehr gerne benutzen. Aber wo ist denn da eigentlich das Hyaluron? Aha. Und wie sieht die aus in meinem Gesicht?
Ja, sie sieht gut aus. Sie ist sehr schön. Ich mag sie gerne. Sie hat ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie ist bei mir ganz oft ausverkauft, also schon mal ein Zeichen, dass sehr, sehr viele sie benutzen. Und wer sie benutzt, wird sie lieben. Der wird auch damit klarkommen und der wird das auch ganz toll finden. Aber ich fand es trotzdem spannend, mal zu gucken, wo ist denn da das Hyaluron? Man denkt ja immer so, Hydro-Stay, boah, so diese ganze Aufmachung, die ist ja schon, man denkt ja schon so, das ist die Feuchtigkeit schlechthin. Naja, es geht so, ne? Es geht so. Jetzt komme ich zu zwei richtig guten von den Inhaltsstoffen. Ja, ich fange mal mit der hier an. Ich glaube, wahnsinnig beliebt. Hyaluron-Make-up spendet Feuchtigkeit, kaschiert Falten und Linien. Ich habe übrigens die 02. Das werde ich euch aber nochmal dazu schreiben, welche Nummern ich jeweils habe. Ja, also eine Foundation, die ich mir gekauft habe, dreimal im Gesicht hatte und sofort wieder entsorgt habe. Ich habe sie verschenkt. Oh, ich fand die so schlimm. Die war für mich jetzt so ölig im Gesicht. Und ich weiß nicht, was es ist. Ist hier jetzt wirklich Öl drin? Wo ist denn da eigentlich das Hyaluron? An welcher Stelle? Und wie sieht die denn jetzt aus in meinem Gesicht? Ich glaube, sie sieht für euch ganz gut aus, aber bei mir hinterlässt sie so ein öliges Gefühl auf der Haut, was ich nicht mag. Eine Foundation, die ich gar nicht mag. Ja, sie sieht wahrscheinlich für euch ganz normal aus. Es ist auch nur mein Tragegefühl. Es ist nur ein Gefühl. Jetzt sage ich euch aber, dass die Inhaltsstoffe davon richtig gut sind. Viel besser als von denen, die ich bis jetzt gezeigt habe. Das ist ja somit fast die beste von den Inhaltsstoffen. Ich habe zwar noch eine, aber da ist es komischerweise so, dass da mein Tragegefühl so komisch ist. Aber wenn ihr die benutzt, dann könnt ihr die jetzt auch weiterhin echt mit gutem Gewissen benutzen. Es ist ein günstiges Produkt. Sie ist wahnsinnig beliebt. Ich glaube, das ist so fast schon ein Dupe zu irgendeiner. Ich weiß aber nicht welche, weil ich habe hier auch teurere stehen. Ich habe Dior Nass hier stehen, Natasha Denona, Danessa Myricks. Habe ich eine vergessen? Also auch Nabla. Nabla. Aber so ein Dupe jetzt nicht so vom Tragegefühl, so gar nicht. Ich mag sie nicht. Aber wenn sie euch gefällt, also damit könnt ihr ein richtig gutes Gefühl haben. Und jetzt kommt eine, die auch sehr spannend ist und die so die besten Inhaltsstoffe überhaupt hat. Auch so von der Aufmachung her, hier sind richtig tolle Öle drin. Sie ist immer, wenn man sie so aufträgt, ist sie sehr, sehr, sie wirkt sehr ölig, sehr, ja, nicht feuchtigkeitsspendend, sondern sehr pflegend, sehr reichhaltig wirkt sie. Da ist aber das Witzige, dass die gleich einzieht. Also wenn ihr da so ein paar Minuten wartet, dann wird sie matt, also matter und verbindet sich ganz gut mit der Haut. Von der Sache her ein Megaprodukt. Wenn ihr die habt und ihr benutzt sie und ihr findet sie toll, dann bleibt dabei, weil ich sie jetzt so von den ganzen Foundations fast mit am wertvollsten finde, von den Inhaltsstoffen her und so weiter. Also die ist ja wohl wirklich richtig toll. Aber ich habe bessere für mich, die ich einfach lieber mag in meinem Gesicht. Das ist nicht so eine, die jetzt so in mein Herz gehüpft ist, aber von der Sache her finde ich die echt klasse. So, und jetzt komme ich zu meinem Liebling. Ach, ich glaube, einige vermuten es schon. Was könnte denn jetzt noch kommen aus der Drogerie? Ja, natürlich Essence und Catrice. Das sind Tatsache meine Lieblinge. Das sind wirklich meine absoluten Lieblinge. So, wie unterscheiden die sich denn jetzt? Ja, in der Fresh and Fit, das ist ja wirklich so meine absolute Mega-Lieblingsfoundation. Von den Inhaltsstoffen ist es okay.
Hier ist, glaube ich, gar kein Hyaluron drin, sondern Niacinamide. Und was da noch drin ist, zeige ich euch mal ganz kurz. Ja, aber sie ist für mich wirklich mein absolutes Lieblingsprodukt. Ich habe sie gerade nachgekauft. Ach, ich liebe sie. Ich würde dafür Tatsache auch andere Foundations stehen lassen, die teurer sind. Für mich die absolute Lieblingsfoundation. Ich finde die einfach toll. Essence hat noch eine andere, Pretty Natural, die finde ich genauso toll. Also beide sind bei mir so an erster Stelle. Die finde ich mega toll. Dazu kommt jetzt aber diese ganz neue. Und glaubt es mir, ich bin nicht käuflich. Glaubt mir, ich habe die sehr, sehr gut unter die Lupe genommen, weil ich schon von Haus aus misstrauisch bin, wenn ein Produkt so gelobt wird, dann denke ich immer so, ja, also das gucke ich mir jetzt aber mal genauer an. Da bin ich immer ganz misstrauisch, wenn das so gelobt wird und jeder das so toll findet, da gucke ich immer erstmal, wartet mal. So, erstmal die Inhaltsstoffe und an welcher Stelle ist denn jetzt bei der hier das Hyaluron? Aha, und wie sieht die aus im Gesicht? Natürlich toll. Natürlich sieht die toll aus im Gesicht. Und natürlich kann ich mich jetzt irgendwie so gar nicht mehr entscheiden, welche ich jetzt davon am liebsten mag. Und ich freue mich so ein bisschen, dass ich dieses Video mal in Angriff genommen habe, dass ich mich mal so ein bisschen damit beschäftigt habe, weil für mich im Kopf sortiert sich das jetzt so ein bisschen. Und ich bin irgendwie total glücklich, dass es wirklich die Foundations sind, die ich sowieso schon mag, die ich sowieso schon für mich ins Herz geschlossen habe, vom Preis-Leistung her, vom Aussehen her, vom Tragen her, vom Gefühl her im Gesicht und jetzt auch noch inhaltsstoffmäßig wirklich okay ist. Nicht die besten, nicht die schlechtesten, aber so ein gutes Mittelmaß. Die passen zu mir wirklich am allerbesten. Und wenn ihr jetzt für euch noch keine Foundation gefunden habt, es sind aber nur Serum-Foundations, die ich getestet habe. Es gibt natürlich noch andere Foundations, die man auch noch mal testen könnte, wo man auch noch mal sagen könnte, weil mir jetzt auch gerade so im Kopf schießt, Mensch, die Born to Glow von NYX, die ist so, so, so toll, ist aber keine Serum-Foundation. Ich habe mich in diesem Video nur auf Serum-Foundation konzentriert, nur auf diese Aussage Hyaluron und so weiter. Und hier ist ja noch nicht mal was drin, aber hier steht halt auch Fresh and Fit. Und man geht irgendwie davon aus, Fresh ist für mich so die Aussage, da ist was Frisches drin. Da ist Hyaluron drin. Denkt man denn, ich war ganz erstaunt, dass da kein Hyaluron drin ist. Brauche ich auch nicht, habe ich ja in meiner Tagespflege. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch so ein bisschen weitergeholfen habe mit diesem Video. Ich möchte einfach nur so ein bisschen aufklären, so ein bisschen vielleicht euch helfen, dass man das so ein bisschen für sich so sortiert im Kopf. Wenn ihr aber eure Foundation gefunden habt, Mensch, dann auf jeden Fall weiter benutzen. Würde ich auch machen. Jo. So, ich hoffe, das Video konnte ein bisschen weiterhelfen. Und ein bisschen aufklären, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr da wart und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und jetzt ganz liebe Grüße an euch, fühlt euch gedrückt, wenn ihr möchtet und lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen und bleibt auf jeden Fall gesund oder gute Besserung. Tschüss.